So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Serious Sam, The Second Encounter. Und wir sind hier in diesem Meierhof, wo wir die zwei Masken finden sollen. Und die sollen wir in diesen kleinen Häusern, beziehungsweise hier Tempeln, finden können. Und das machen wir natürlich gleich, aber erstmal möchte ich mich, wie gesagt, noch fertig außen umschauen. Einfach um alles Mögliche zu umgehen. Wo? Seid ihr? Ich mag das gar nicht, wenn man sie hört, aber nicht weiß, wo sie sind. Vielleicht da drin. Und ich habe gerade da hinten in der Ecke dieses Geheimnis gesehen, deswegen dachte ich, nehme ich mal kurz mit. Jetzt würde ich nur ein bisschen von den Schreien abgelenkt. Was mir ja gar nicht gefällt. Ich mag ja die Skorpionviecher auch nicht so wirklich. Und hier sollen wir, kommen wir wahrscheinlich durch, wenn wir fertig sind. Geschlossenes Tor. Einfacher geht's nicht. Lege zwei Masken auf den Altar in diesem Hof, dann öffnet sich die Tür. Okay. Macht Sinn. Ich wollte es trotzdem mal überprüfen. Okay, waren wir hier schon? Ich kann mich nämlich nicht erinnern. Ne, waren wir noch nicht. Hier ist eine Serious Bomb. Den nehmen wir natürlich dankend mit. Und dann schauen wir hinter das Haus. Beliebtes Versteck und eine Falle. Okay, kommt ihr auch runter da, oder? Okay. Gut, hat uns jetzt nicht so viel gebracht, aber wir haben das Geheimnis gefunden. Das heißt, worth it. So, kurz mal nachschauen, ob meine Aufnahme auch läuft. Also meine Sprachaufnahme. Dass ich das wieder vergesse, irgendwas anzustellen. Und diese Musik, hey. So, bin ich eigentlich schon durch mit dem Kampf? Ich möchte so dich also wieder beruhigen, Musik? Nein? Okay. War ja nur so ein Vorschlag. Danke. Okay. Sind wir jetzt rum gewesen? Und wenn wir schon mal hier sind, können wir eigentlich gleich in die reingehen. Ich ahne zwar Übles, aber ja. Nein! Ah. Nein! Mann, fängt ja gut an, dieser Part. Fängt ja sehr gut an, dieser Part. 4 Minuten und wir hätten uns fast schon wieder getötet. Ein Trümmer. Das heißt, wir kommen da wahrscheinlich nicht lang. Okay, warst du schon? Wow. Ich habe jetzt mit mehr gerechnet und die Schützenmunition nehme ich sehr gut mit, die Scharfschützenmunition. Da hinten sind sogar Granaten, die ich nicht mitnehmen kann, weil ich voll bin. Da kommt man auch nirgends irgendwie durchgesneakt. Na gut. Ich will jetzt auch gar nicht ausprobieren, ob man das in die Luft jagen kann, weil ich glaube, es ist geplant, dass man einfach so rumgeht. Na gut, ich habe mir mehr gerechnet. Dann vielleicht auf dem Rückweg.
Da bin ich immer sehr zimperlich. Und man hört schon immer noch diese nervigen Skorpione schreien. Danke für die Animation. Und wer hätte es gedacht? Eigentlich hätte ich es mir denken können. Na komm. Bei euch ist diese Waffe einfach perfekt, ihr Penner. Wuhu! Ich hätte nichts sagen sollen. Doch nö. Wirklich. Uiuiui. Okay, ich habe auch noch gesagt, da wird auf jeden Fall noch was kommen. Und draußen war natürlich dann gleich noch mehr. Okay, wir brauchen nicht mehr als 100 Leben, das geht schon. Ja, falsche Waffe. Ah, Wurst, gewusst. So, und tschüss euch beiden. Ja. Na, aber da haben wir ein bisschen was verwendet. Das heißt, wir können das gleich nochmal mitnehmen. Sehr schön. Dann haben wir gleich wieder ein bisschen genug und ich merke gerade, ich muss lauter sprechen. Eieiei, ich und mein zu leise Nuscheln. Na gut, egal. Wo? Da. Toll. Uiuiui, dumme Skorpione. Gut, wir haben die erste Maske. Sollen wir die Maske gleich reinbringen? Ja, warum nicht? Bringen wir die Maske erstmal zum Tempel und... Irgendwo sind... Oder sind es immer noch die Monster von irgendwo anders? Egal, wir legen das mal rein. Die böse Maske. Und dann gehen wir doch gleich in den... diesen Tempel hier. Der schon so danach schreit. Okay. Hätte schlimmer sein können. Die gute Frage ist, wie kommt man da hoch? Ich glaube, das überlebe ich nicht. Ich probiere es trotzdem mal. Okay. Entschuldigt, dass ich das jetzt mache, aber das habe ich gar nicht gesehen von da unten, dass man da einfach lang kommt. Jetzt schon mal erstmal unten hin. Da geht's weiter, scheinbar. Oder ist ein Geheimgang? So kommt man nämlich da eigentlich ganz entspannt rüber. Und ich weiß nicht, wo wir jetzt am besten erstmal lang gehen sollen. Gehen wir unten lang. Da ist auch noch nicht. Willst du mich verarschen oder so? Boah!
Ja. Was, das war schon die Maske? Nimmst du das... Und deswegen lacht die jetzt auch so. So. Hat super funktioniert. Ich wäre beinahe von der Tür zerquetscht worden und wir haben wieder 100-100. Okay. Oh! Ach komm, wirklich? Nee, wirklich. Das war so dumm von mir. Was? Wie soll man den denn ausweichen? Boah, leck. Ich könnte natürlich... Okay. Mann. Da wird sich ja richtig gelohnt. Egal. Wow, hallo! Du da! Treff die Kids! Nein! Okay. Jetzt möchte ich trotzdem noch schauen, was da oben ist. Hallo! So wollte ich es eigentlich machen mit der Schrottgun. Vor allem mit der Schrottgun. Hat sich ja richtig gelohnt, die Rüstung gleich wieder für Leben auszuverschwenden. Na egal. So. Das war's also von diesem Raum. Hä, von wo hat denn? Okay, das kann auch ein Spaß werden. Hä, von wo schießt du denn? Ausschalten. Ich weiß nicht wo. Wo denn? Ach ja. So, hast du die Granaten verdient? Noch einer. Oder nee, das war der letzte Schuss von dem. Hoffe ich. Schrecklich, dass ich das erst so spät sehe. Beide Massen auf den Altar gelegt. Jetzt wird sich das Tor in der Mitte öffnen. Da waren wir gerade, habt ihr uns gesehen? Von da kommen wir. Waren wir eigentlich schon da oben? Gibt es überhaupt einen Weg hoch?
scheinbar nicht. Ich schau trotzdem mal rum. Ich glaube, da oben waren wir noch gar nicht. Ihn komplett übersehen, hey. Aber nein, keinen Weg hoch. Und hier kommen wir nicht hoch. Also nur runter. Okay, dann gehen wir jetzt zum Schlangentor. Zum zweiköpfigen Schlag. Oh! Seid aber liebenswürdige Gegner, die darüber gesprungen kommen. Das war doch noch nicht alles, oder? Leben. Na komm. Okay. Ah ja, sehr gut. Minigun. Können wir gebrauchen. Raketen könnten wir auch langsam mal wieder ein paar gebrauchen. Die habe ich hier ganz schön verschwendet. Dankeschön. Okay. Wie weit sind wir in der Zeit? Oh ja, noch ein paar Minütchen. Dann gehen wir wohl weiter. Hier gibt es nichts mehr für uns. Ich bin mir auch nicht sicher, ob hier irgendwie was versteckt ist. Wir können es ja mal ausprobieren bei dem großen Kopf. Aber ist der große Kopf auch einfach zu auffällig. Ja. Zu auffällig, der große Kopf. Tut mir leid. Da verschwende ich nicht meine Raketen. Ich hätte mir jetzt zwar die neuen holen können. Aber treffen muss man halt, ne, um den Typen zu töten. Aber muss ja auch nicht sein, ne? Oh, Idiot. Man muss nur schauen, wie die schießen. Da kommt man eigentlich relativ gut durch. Lustig wird's erst dann, wenn ein paar Gegner noch kommen. Dann wird das richtig lustig. Hallo. Ah, Idiot. Oh Mann, war das jetzt doof. Das sehen wir uns wahrscheinlich erst das nächste Mal an. Auch wenn ich den Part jetzt hier ein bisschen kürzer machen muss, der letzte Part war ja länger, deswegen bis dahin, gehabt euch wohl. Ciao.